du dich? Da ist jetzt die große Wahl. Also ihr seht jetzt hier unsere beiden Kandidaten. Einen auf der linken Seite mit einem wunderbaren Glänzen auf der Stirn. Das Glänzen auf der Stirn ist bei Bernhard so extrem schön, dass es bis nach ganz hinten gezogen wurde, um es nochmal hervorzuheben. Weil Bernhards Stirn einfach so fantastisch ist, hat man einfach die Haare komplett oben weggenommen, um die Stirn nochmal ein bisschen hervorzuheben. Dadurch kompensiert er auch seine etwas zu geringe Größe und seine absolut gigantisch großen Arme und Hände dazu. Denn das fällt mir jetzt gerade eben auf, die sind echt extrem groß für den kleinen Körper. Und auf der anderen Seite, auf der rechten haben wir Elton. Elton hat einen süßen Panda-Bären auf seinem Shirt. Leider hat er das Shirt zu oft an, sodass das Shirt an sich jetzt schon riecht wie ein Panda. Ansonsten hat er eine wunderbare Brille, die nochmal hervorhebt, wie intelligent er eigentlich sein müsste durch die Brille. Aber leider ist er es nicht immer, deswegen täuscht die Brille wenigstens Intelligenz vor. Das ist doch auch schon mal was, oder? In diesem Sinne, wen sollen wir nehmen? Ich habe mir im Chat hier, im Twitch-Chat sehe ich jetzt hier gerade, da das jetzt auf YouTube kommen wird, sage ich das jetzt mal hier ganz klar. Hier, wir machen das jetzt im Livestream mit Chat und die sagen Elton, 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 Reiseurmel, hallo, YoloZocker, hallo. Ich glaube, die Mehrheit ist für Elton. Okay, die Mehrheit ist für Elton. Wir nehmen Elton. Und weil wir ein bisschen kompensieren müssen, dass Elton vielleicht nichts kann, nehme ich jetzt einfach mal Luisa. Wenn man Luisa sieht, dann glaubt man gar nicht mehr daran, dass hier irgendwie das Spiel irgendwie in irgendeiner Art und Weise läuft. Man denkt einfach nur, geil, Luisa ist dabei. So. Mensch, Elton hat ja richtig abgenommen. Finste? Findest du, der hat abgenommen? Wundert euch nicht, das Spiel ist an diesen Stellen sehr, sehr laut. Das sage ich jetzt wirklich für euch hier im Chat. Dieses Spiel ist an manchen Stellen extrem laut, aber an anderen Stellen wieder sehr leise. Das heißt, ich muss es so laut stellen. Es tut mir leid. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Wer weiß denn sowas? Hier ist schon wieder eine Wahnsinnsstimmung im Studio. Schön, dass Sie wieder Stimmung ist wieder. Eine Stimmung ist wieder. Ich habe gleich was Spannendes für Sie zum Anfang. Wir sind ja hier in Hamburg im Studio. Und dazu passt das heutige: Wussten Sie eigentlich das, dass Moin hier in Norddeutschland gar nicht morgen bedeutet, morgen heißt, sondern aus dem Niederdeutschen kommt und schön heißt? So, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie das da sind. Das heißt, wenn ich Moin sage im Norddeutschen, dann heißt es einfach, dass ich denjenigen, dem ich das sage, einfach schön finde, okay? Also, Moin Erbsi, Moin Toda, Moin Reiseurmel, Moin YoloZocker, Moin Teleschnecke, Moin Jana, Moin Lara, Moin Lenja. Ich finde euch alle wunderschön. Hallo Chrissy, Moin Chrissy, Entschuldigung. Und das Team Elton. Ich finde euch alle wunderschön. Ihr habt jeweils einen Publikumsjoker, den ihr einsetzen könnt. Und ah, das ist wieder perfekt für den Livestream gedacht, ne? Wenn man solche Informationen bekommt und direkt dann auch einen Moin an alle hübschen Menschen da draußen schicken kann. Einspruch, Zahlen bitte, das Fragezeichen, Staatsmänner, deutsche Sprache, Heimwerk. Einspruch, guck mal, das ist was für Tode. Schönheit. Objection. Total genial. Moin Dini. Im Grünen. Hund, Katze, Maus. Und das Wetter. Das Team, das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte, darf die erste Kategorie auswählen. Ich finde das immer so wahnsinnig gruselig, dieses... Okay, was nehmen Sie? Handwerker vielleicht? Josef. Ach, das nein, jetzt sehe ich es. Josef heißt der Gegner. Nehmen? Okay, hinter mir dabei. Ist der Josef. Da. Wir hätten gerne der hat die Maria Einspruch. Im Stall gelassen. Die ist gerade am Werfen. Nein, die Muss nehmen Einspruch. Ein Taxifahrer den kürzesten Weg zum gewünschten Ziel fahren? A. Ja, dazu ist er gesetzlich verpflichtet. B. Nur, wenn der Fahrgast es ausdrücklich wünscht. Oder C. Nein, er muss lediglich den schnellsten Weg nehmen. Den kürzesten? C. Ich glaube tatsächlich nicht, dass der Taxifahrer dazu verpflichtet ist, zählen, oder? Nur, was ist weil ich meine, perfekt, der kann, oder? Der kann sich auch mal verfahren. Das ist dann, kann er sich dann dem verweigern? Also A halte ich für was Quatsch. Hältst du von B? Denn der Fahrgast ist ausdrücklich also B wünscht. Ist quasi eine Erweiterung von C. Wir nehmen B, Punkt. Ich hätte jetzt C gesagt. Dann nehmt ihr B. Hier ist
Die richtige Antwort. Ich hätte jetzt C gesagt. Meiner Meinung nach ist C richtig. Aber ihr sagt auch C. Hat der Fahrziel mitgeteilt, muss dieser laut § 38 der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr den kürzesten Weg dorthin wählen. Ausnahmen gelten nur, wenn der Kunde ausdrücklich eine andere Strecke wünscht oder wenn ein anderer Weg, zum Beispiel wegen einer Baustelle, preiswerter ist und der Kunde sein Einverständnis erteilt hat. Wer glaubt, einen unnötigen Umweg gefahren zu sein, sollte sich die Taxinummer notieren, eine Quittung mit Abfahrtsort und Ziel geben lassen und es von der Taxizentrale oder dem Ordnungsamt prüfen lassen. Gut, dass ich nicht Einspruch genommen habe, denn ich hätte es verkackt. Ich glaube, ich hätte C genommen. Welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? Gut, dass ich es nicht genommen habe. Sehr, sehr schön. Okay, da ich so clever war und... Ah ne, guck mal, Schönheit. Da könnte auch Toffee stehen. Es steht Schönheit da, aber es könnte auch Toffee da stehen. Deswegen nehme ich das jetzt. Die Kopfnote eines Parfüms besteht aus intensiven Duftstoffen, die A. besonders schwere Aromen enthalten, B. die Kaufentscheidung beeinflussen sollen oder C. sich erst nach Stunden entfalten. Die Kopfnote eines Parfüms. Ich habe keine Ahnung, was die Kopfnote ist. Es ist die, die am intensivsten riecht. Also das heißt irgendwie, das, was vom Moschusochsen kommt oder so, das intensivste. Ich weiß nicht. Die besonders schwere Aromen enthalten. Macht ja eigentlich Sinn, oder? Wenn es die Kopfnote, also wenn jetzt wirklich das sein sollte, dass es das Wichtigste ist, das wichtigste Element, das am meisten riecht, dann müsste es ja eigentlich besonders schwere Aromen enthalten. Die Kaufentscheidung beeinflussen sollen. Ja gut, wenn es danach riecht, ne? Ich meine, wenn ich unbedingt in einen Parfümladen gehe und sage, ich hätte gern ein Parfüm, das nach Erbsen und Möhren riecht, dann muss es halt eben auch noch Erbsen und Möhren riechen und dann muss es die Kopfnote sein, oder? Und sich erst nach Stunden entfalten, das kann ich mir nicht vorstellen. Also C finde ich Quatsch. Ich schwanke zwischen A und B. Ihr sagt C? Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Die Kopfnote eines Parfüms sich erst nach Stunden entfalten, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich sag zwischen A und B. Aber besonders schwere Aromen klingt halt irgendwie auch ein bisschen falsch. Was sagt denn Elton? Würde ich dann mal ausschließen. Elton schließt A aus. Ja, nein. Du packst Parfum noch drauf, weil du es jetzt brauchst. Ja eben, C macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin mir total unsicher, also hi Star Foxy. Ich würde mal sagen, und Quirl, hallo, dich habe ich noch nicht gegrüßt. Ich glaube tatsächlich, dass B ist. Oh, meine Batterie. Ihr entscheidet euch für B. Schnell anstöpseln, nicht, dass es am Ende zu Problemen führt. Der Duft eines Parfums verändert sich nach dem Aufsprühen, weil sich die einzelnen Bestandteile auf der Haut unterschiedlich schnell verflüchtigen. Der zeitliche Verlauf in der Wahrnehmung wird in die Duftnoten Kopf, Herz und Basisnote untergliedert. Die Kopfnote besteht aus frischen, schnell flüchtigen Duftstoffen wie Bergamotte oder Eukalyptus. Sie wird zuerst wahrgenommen und beeinflusst oft maßgeblich die Kaufentscheidung. Bravo, bravo, weil Schönheit einfach mein Thema ist. Und ich dufte auch immer so gut. Ich benutze übrigens kein Parfüm. Leute machen Parfüm aus dem, was ich transpiriere. Deutsche Sprache. So ein Toffee-Parfüm. Interessant. Das ist schon relativ komplex. Wieder was gelernt, nicht wahr? Das ist doch mal genial, oder? Wäre im Moment mein Favorit. Toda, das ist mir auch schon aufgefallen. Oftmals sagen die NPCs, egal ob Bernhard oder Elton, oftmals zu allem Nein. Um Auswirkungen des Klimawandels zu erforschen, studierten belgische Wissenschaftler die A. Essgewohnheiten bestimmter Zugvögel, B. Fernsehübertragungen von Radrennen oder C. Preisentwicklung an Pommesbuden.
Die Preisentwicklung an Pommesbuden. Ja, also der Klimawandel, der macht uns alle hungrig. Also, wie ist das Klimawandel? Ich meine, ne, wir sterben alle, beziehungsweise die Eisbären sterben und so weiter und so fort. Also wird immer wärmer. Und was macht man dann? Frust fressen. Und wenn es immer wärmer wird, muss man Sachen essen, die man im Warmen isst. Und zwar Pommes. Ja, wer weiß. Könnte alles sein. Klingt spannend. Pommes? Forscher der Universität Gent haben Auswirkungen des Klimawandels auf die heimische Pflanzenwelt untersucht. Für ihre Studie sichteten sie hunderte Stunden an Archivmaterial. Es handelte sich dabei um TV-Übertragungen der populären Flandern-Rundfahrt aus den Jahren 1981 bis 2016. Der Kurs des stets Anfang April veranstalteten Rennens ist nahezu immer gleich. Doch die Landschaft hat sich verändert. Wo früher kahle Bäume und blütenlose Büsche zu sehen waren, grünt es heute zunehmend. Tja, Leute, also, ich weiß, ihr wolltet Geld, unbedingt die Pommes sehen, aber hier gibt's jetzt keine Pommes mehr. Weiter geht's. Aber, also Bernhard und, ich habe schon seinen Namen vergessen, so wichtig, unwichtig ist der Roland, weiß nicht. Auf jeden Fall, die verkacken jetzt gerade mal richtig, ne? Ich finde Hund, Katze, Maus irgendwie wahnsinnig süß. Also irgendwas mit Tieren. Ich hätte gerne irgendwas mit Tieren. Laut Gerichtsurteil kann verfügt werden, dass A. Katzen nur nachts nach draußen gelassen werden dürfen, B. maximal 2 Katzen mit Freigang gehalten werden dürfen oder C. Katzenhalter sich finanziell an der Straßenreinigung beteiligen. Okay, A ist totaler Quatsch. Katzen nur nachts draußen gelassen werden dürfen. Nur nachts? Wieso sollte denn bitte ein Gerichtsurteil sagen, dass ich meine Katze nachts draußen lassen soll? Nur nachts rauslassen. Also nur nachts rausgelassen. Das ist ja totaler Quatsch. Wer hat was davon? Wer hat das was davon, dass meine Katze nachts draußen ist? Niemand. Maximal 2 Katzen mit Freigang gehalten werden dürfen. Das könnte ich mir sogar fast noch vorstellen, dass man halt einfach sicher gehen möchte, dass die Katzen nicht irgendwie, also dass man nicht zu viele Katzen hat und dass man halt eben die halt irgendwie da, ne, also zu viel Dreck machen oder sowas. Aber am ehesten finde ich fast noch C, weil die halt irgendwie Dreck machen, Katzen, ne? Aber eigentlich sind Katzen sehr reinlich. Die machen nicht einfach auf die Straße. Die kacken nicht auf die Straße, die machen nicht einfach so auf die Straße. Eigentlich verbuddeln die das immer irgendwo. Also am ehesten ist für mich B am logischsten. Jetzt mal entscheiden? Kätzchen, hallo. Ja, perfekte Frage für dich. Okay, und Nami, dich habe ich auch noch nicht gegrüßt, ne? Ihr sagt alle, also die meisten von euch sind für B. Also ich finde tatsächlich auch B am logischsten. Was sagt Elton? Das kann nur A sein. Er sagt A. Also B halte ich für komplett ausgeschlossen. Also C würde ich jetzt einmal ausschließen. Okay, Elton sagt A. Katzen nur nachts draußen gelassen werden? Nee, komm, das ist total Schwachsinn. Also bitte, Katzen nur nachts draußen gelassen werden dürfen? Nein, komm, ich nehme jetzt B. So, wir haben B eingeloggt. Aber die Frage bleibt, A, B oder C? Nur eine Antwort ist richtig. Katzen mit Freigang können im Garten nebenan Kot oder Dreck hinterlassen. Dies müssen Nachbarn laut eines Urteils des Landgerichts Lüneburg nicht hinnehmen. Die Richter entschieden, dass der Dreck nicht zumutbar ist und nicht mehr als 2 Katzen mit Freigang gehalten werden dürfen. Der Kläger habe gemäß § 1004 Absatz 1 BGB den Anspruch, dass sein Grundstück nicht durch freilaufende Katzen des Beklagten beeinträchtigt werde. So, 1000 Euro bei euch. Elton lag falsch. Total, Elton liegt fast immer falsch. C würde nur Sinn machen, wenn es hauptsächlich Freilandkatzen sind. So, ja, aber selbst dann, Katzen sind sehr reinlich. Die machen nicht einfach auf die Straße. Das tun sie nicht. Sie verbuddeln ja immer ihr Kot und auch sie sogar ihren Urin verbuddeln Zahlen, die immer. Bitte. Mit der Formel W gleich Klammer auf. Okay. 1 bitte abschreiben, morgen wird abgefragt. B mal D geteilt durch 6,5 minus S plus in Klammern M minus 2 mal C geteilt durch 2 plus in Klammern V plus P geteilt durch 7 mal T Klammer zu mal 100 plus L geteilt durch 100.
Berechneten britische Wissenschaftler A. den Schuss eines unhaltbaren Elfmeters, B. die Herstellung des perfekten Käsesandwichs B. oder C. wie Menschen für eine Abstimmung beeinflusst werden können. Also alles mit Essen ist mir immer sympathisch. Also das, ey, das sieht doch eindeutig wie Käse aus. Also als ich die Formel das erste Mal gesehen habe jetzt hier, war für mich Käse. Deswegen kann das ja eigentlich nur das perfekte Käsesandwich sein. A würde ich ausschließen. Ich tippe auf C. Es muss Käse sein. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Forscher der Universität Bristol haben eine mathematische Formel für die Herstellung eines perfekten Käsesandwiches gefunden. W ist dabei die Dicke der Käsescheibe in Millimetern, die ich dachte, am das Ende Käse. Die restlichen Varianten besteht. B, die Dicke des Brotes. D, der Brotteig. S, die Dicke der Butter. M, die Menge der Mayonnaise. C, Cremigkeit. V, Dicke der Tomaten. Alter. P, Gewürzgurken. T, Würze. Und L, die Salatmenge. Die Formel wurde mit komplizierten Messgeräten, hungrigen Probanden und mehreren hundert Cheddar-Sorten ermittelt. Toffi, isst du gerne Käse? Nee, tatsächlich esse ich gar nicht gerne Käse. Ich mag rohen Käse, kann ich sowieso nicht essen. Nur überbacken irgendwo, aber ist jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsgericht. Guck mal, die haben 0 Euro. 3 Fragen haben die schon beantwortet und nicht eine richtig. Was ist los mit denen? Ich nehme mal total genial. Das ist eigentlich immer eine sehr, sehr geile Kategorie. Womit lässt sich eine stumpfe Schere schärfen? A. Plastikbecher. B. Zwei Streichhölzer. Oder C. Glasflasche. Eine stumpfe Schere schärfen. Mit einem Plastikbecher. Ich habe gehört, man soll Scheren, gerade Haarschneidescheren. Friseure sagen immer, eine Haarschneideschere soll auf gar keinen Fall mit irgendwas anderem in Berührung kommen als mit Haaren, weil es stumpf macht, egal mit was du eine Schere schneidest. Die sind speziell darauf ausgerichtet, halt eben gewisse Sachen halt eben zu schneiden. Und gerade eben Papier oder sowas, glaube ich, oder andere Sachen wie Plastik oder sowas, lassen die Schere automatisch stumpf werden. Das heißt, Plastikbecher finde ich total schwachsinnig eigentlich. Aber zwei Streichhölzer, das hätte ich irgendwie lustig gefunden. Das will ich sehen, wie die das machen. Die zünden es einfach an und kaufen eine neue Schere. zwei Streichhölzer? Eine Glasflasche. Also ich finde B mega sympathisch. Ihr seid euch auch uneinig. Ich finde B irgendwie total sympathisch, aber ich frage jetzt mal das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Wer glaubt hier helfen zu können? Sie ich bin mir hier zu unsicher bei der Frage. Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich glaube schon. Es kann eigentlich nur Antwort C sein. C, mit einer Glasflasche. Das habe ich schon einmal gehört. Damit kann man eine neue Schere basteln. Also wir locken C ein. Du nimmst einfach zwei Scherben und klebst die aneinander. Gucken wir nochmal auf die richtige Antwort. Dafür brauchst du noch eine halbe Schere. Um eine Schere wieder zu schärfen, bedarf es lediglich einer Glasflasche. Einfach die Schere öffnen und die Blätter um die Seiten des Flaschenhalses legen. Anschließend die Schere mehrfach vorsichtig zusammendrücken, als würde man die Flasche schneiden. Die Flasche fungiert als Schleifstein. Durch die Reibung am Glas wird die Schere wieder scharf. Schon wieder was Neues dazugelernt. Ich hätte jetzt wahrscheinlich wirklich B genommen. Gut, dass ich mich fürs Publikum entschieden habe. Ja, also Bernhard, jetzt muss aber auch ein bisschen Gas geben. Ne? Im Grün. Guck mal, das sieht echt schlecht für die beiden aus. Ja, dann lass uns die doch einfach nehmen. Wir nehmen im Grün. So, jetzt wird's grün, Leute. Vielleicht ist der nächste Bundeskanzler grün. Die Bundeskanzlerin, Rosen beachtet werden, um sie winterfest zu machen. A. Die Blüten mit Tannenreisig bedecken. B. Die Äste im Bereich der Krone zusammenbinden. Oder C. Regelmäßig mit kaltem Wasser gießen. Pfingstrosen. Sie winterfest zu machen. Das glaube ich nicht. Tannenreisig. Ich weiß doch nicht mal, was das ist. Wenn eine Tanne irgendwo hinreist, die gehen im Winter nach Süden, weil es da wärmer ist, dann ist es tannenreisig. Und egal, nee, keine welche Ahnung. Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre... Regen müssen mit kaltem Wasser gießen. Ach, Quatsch.
Die Triebe der Strauchpfingstrose sind nicht besonders elastisch und werden bei Frost spröde. Sie drohen unter einer Schneedecke zu brechen, da sie dem Gewicht nicht standhalten. Um das zu verhindern, sollten die Äste im oberen Bereich der Krone zum Beispiel mit einem Kokosstrick zusammengebunden werden. Dadurch stützen sich die Äste gegenseitig und das Gewicht des Schnees verteilt sich gleichmäßiger. Alter, was ist mit denen los? Die kriegen ja gar nichts gebacken. Erstmal bei 0 Euro, aber das heißt noch gar nichts. So, ihr seid dran. Also für 0 Euro. Ich weiß es, das habe ich glaube ich bis jetzt auch nur ein oder zweimal hingekriegt, ne, mit 0 Euro. So, clever, ich bin zwischen clever, Fragezeichen. Clever, komm, wir sind immer mutig und nehmen das Fragezeichen. Einfach mal das komplett Kopfgewicht Wildes. Und Stiellänge sind Kriterien bei der A. Ernte von Ananas, B. Gestaltung von Füllfederhaltern oder C. Auswahl der passenden Spaltaxt. Kopfgewicht und Stiellänge. Das klingt wie ein Fetisch. Wenn eine Frau in eine Bar geht und sagt, ich hätte gern einen Mann mit einem Riesenpenis und einem dicken Schädel. Entschuldigung. Ja, Riesenschädel bedeutet, dass er intelligent ist und Riesenpenis, naja, für den Spaß halt, wa? Ernte von Ananas. Macht ja irgendwie Sinn, ne? Ich meine, eine Ananas muss groß sein. Aber Auswahl von passenden Spaltaxt, Kopfgewicht und Stiellänge. Wahrscheinlich schon, ne? Ich meine, die Axt ist ja wirklich, ich meine, da muss ja wirklich Gewicht hinten dran sein, hinter dem Ding. Also, das heißt, du hast oben den Kopf, der ist sehr, sehr schwer und der Stiel muss dementsprechend angepasst sein. Also, ein kurzer Stiel bei einem großen Kopf ist sehr, sehr unpraktisch, weil dann halt einfach das Gewicht einfach nicht richtig passt. Also, ich finde C am logischsten. Gestaltung von Füllfederhaltern finde ich fast ein bisschen zu logisch. Was sagt denn Elton? Wie jetzt? Wie jetzt? Du weißt nicht, was eine Ananas ist, ne? Nee, das ist nicht Anna, die nass ist, das ist einfach eine Frucht. Nicht ausschließen. Okay. Also C schließe ich schon mal aus. Okay, alles klar. Elton ist für B. Also ich sag C. MDK Cone, hey. Ananas wächst doch an einem Stiel, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ist es nicht so ein Busch? Ist es nicht so eine Art Busch? Aber ich finde C irgendwie am sympathischsten. Das kann ich mir am leichtesten herleiten. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Kopfgewicht und Stiellänge sind ausschlaggebende Kriterien bei der Auswahl der passenden Spaltaxt. Für den Längentest fasst man die Axt unterhalb des Kopfes und hält sie mit ausgestrecktem Arm längs vor sich. Der Stiel endet idealerweise an der Schulter. Der Kopf sollte nur so schwer sein, dass sich die Axt aus dem Handgelenk heraus noch heben lässt. Okay. Durch die Anpassung an den Körper kann das Holz sicher und effizient gespalten werden. Okay, meine Erklärung war falsch. Oder halt im Grunde genommen nicht ganz so wie ich gedacht habe. Aber wenigstens ist die Antwort richtig. Wieder was gelernt. Natürlich. Wieder was gelernt. Ist doch geil, oder? Wir haben noch 4 Kategorien. Ich bin für Staatsmänner. Ja, bisher alles richtig gemacht. Ich glaube, das wird the round of our life, oder? Staatsmänner. Was sagen denn die Staatsmänner dazu? Komm, bitte eine Trump-Frage. Dann haben wir wieder was zu lachen. US-Präsident Truman. Truman. Fast Trump. Entschuldigung. A. Die vollständige Entkernung des Weißen Hauses. B. Die grünliche Verfärbung der Freiheitsstatue zu entfernen. Oder C. Die Umbenennung nahezu aller Straßen in Washington, D.C. C. Wäre B möglich? Ich habe irgendwie C im Kopf. Wahrscheinlich stand da irgendwo, bei jeder Straße stand da irgendwo was dran. Oder ich habe irgendwie C. Irgendwie lacht mich C an. Aber die vollständige Entkernung des Weißen Hauses. Wurde da viel Pflaumen gegessen? Die lagen da Kerne überall rum oder was? Oder war Kirschsaison? Ich verstehe es nicht ganz. A ist eingeloggt. Hier ist die Antwort. Die Entkernung? Harry S. Truman war von 1945 bis 1953 der 33. Präsident der USA. Für den Großteil seiner zweiten Amtszeit lebte und arbeitete er im Blair House, dem offiziellen Gästehaus des Präsidenten. Da der Regierungssitz in einem desolaten Zustand war, hatte Truman eine weitgehende Renovierung veranlasst. Von 1949 bis 1952 wurde das Weiße Haus komplett entkernt und Stück für Stück in stabilerer Form rekonstruiert. Ach so, das nennt man Entkernung. Wenn das alles von innen rausgeholt wird und innen drin auch noch neu gemacht wird und die Fassade bleibt neu. Okay, da haben sie ja endlich mal 500 Euro. Also ich wünsche den beiden wirklich das Beste, aber ich glaube, das wird nichts mehr, oder? So,
Deutsche Sprache, Heimwerker, ich bin ich überhaupt nicht. Entschuldigung, ich finde clever ganz gut. Narzissen. A. Lassen Rosen im Beet schneller aufblühen. B. Können getrocknet als Hefeersatz dienen. Oder C. Sollten zunächst 24 Stunden alleine in der Vase stehen. Na, wenn sie 24 Stunden alleine in der Vase stehen, dann gehen sie ja ein an Vereinsamung. Hast du schon mal eine Blume alleine gelassen? Das ist die arme Blume. Vor allen Dingen 24 Stunden alleine in der Vase stehen. Hä? Was macht denn das? Macht das wirklich einen Unterschied, wenn da Gestrüpp noch dabei ist? Nö, nee, das finde ich kacke. Ich mag das nicht. Ich wachse jetzt hier nicht. Ich verstehe es nicht ganz. Sollten zunächst 24 Stunden ein. Also C finde ich total schwachsinnig. Können getrocknet als Hefeersatz dienen. Könnte ich mir vielleicht sogar noch vorstellen. Lassen Rosen im Beet schneller aufblühen. Narzissen. Das heißt, wenn man Rosen und Narzissen beide zusammen irgendwie auf. Also. Anpflanzt, dann lassen gehen Rosen besser, oder wie? Also ich finde B irgendwie am besten. Was sagt denn Elton? Ich verstehe die Frage nicht und deswegen bleibt für mich nur A übrig. Es ist wieder Elton. Ich verstehe die Frage nicht, ich sag A. Also B schließe ich jetzt mal aus. Also C schließe ich mal aus. Allein in der Vase heißt auch ohne Wasser. Ja, ist halt die Frage, ob es auch ohne Wasser. Aber warum? Ich nehme B. Ich nehme B. Wir haben B eingeloggt. Kann das wirklich sein? Narzissen sollten direkt nach dem Anschneiden kurz unter heißes Wasser gehalten und danach zunächst für 24 Stunden alleine in eine Vase gestellt werden. Sie sondern nämlich einen giftigen Schleim ab, der andere Schnittblumen welken lässt. Ist dieser ausgeschwemmt, können die Narzissen auch mit anderen Blumen zusammengestellt werden. Auf keinen Fall sollten die Narzissen dann erneut angeschnitten werden. Kacke. Ich wollte einfach hier, okay, tut mir leid, depressive Narzissen wollte ich einfach nicht unterstützen, deswegen das konnte ich dieses Alleinlass-Thema einfach so, nicht weiter. Zwei Kategorien haben wir noch. Entschuldigung, deutsche es ging nicht. Sprache. Nein, klingt nimm Heimwerker, bitte nimm Heimwerker. Die Kategorie erstmal weg. Ja, danke. Danke. Um einen Schraubenzieher zu magnetisieren, empfiehlt es sich, einen Magneten A. etwa 30 Sekunden an den Griff des Schraubenziehers zu halten, B. mehrmals mit einem Pol in eine Richtung über die Spitze zu ziehen oder C. abwechselnd mit beiden Polen am Stiel hin und her reiben. Oh Gott, mehrmals mit einem Pol in eine Richtung über die Spitze zu ziehen. Ich meine, das hätte ich sogar mal gelesen. Das klingt alles irgendwie dämlich, oder? Etwa 30 Sekunden an den Griff des Schraubenziehers zu halten? Wie schließen wir aus? Ich bin für A. A ist eingeloggt. Also, ich bin so, komplett raus. Gut, dass ich die Kategorie nicht gekriegt habe. Bei dem Thema bin ich komplett raus. Um selbst einen Schraubenzieher zu magnetisieren, sollte ein Magnet mehrmals mit einem Pol in der gleichen Richtung über die Spitze gezogen werden. Die magnetischen Domänen des Metalls wurden nun von dem äußeren Magnetfeld gleichmäßig ausgerichtet und der Schraubenzieher somit magnetisiert. Nun bleiben Schrauben an ihm haften, was die Arbeit grundlegend erleichtern kann. Es ist wohl doch B. Mehrmals mit einem Pol gerichtet. So, 500 Euro, mehr kriegen die nicht mehr. Das war die letzte Frage für die beiden. Sie können es ja noch mit der Finalfrage raushauen. Und ich muss die deutsche Sprache nehmen. Die deutsche Sprache A besteht zu ca. 10% aus Anglizismen. B ist statistisch gesehen weiblich oder hat ihren Wortschatz in den letzten 100 Jahren halbiert. Die deutsche Sprache hat ihren Wortschatz in den letzten 100 Jahren halbiert. Also ich sag mal so, die deutsche Sprache hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Wörter. Also wirklich sehr, sehr, sehr viele Wörter. Wenn das wirklich doppelt so viel waren früher, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also C halte ich für absolut utopisch, wenn man da wirklich sagt, wenn er sagt, es war doppelt so viel. Nee, das kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Besteht circa zu 10% aus Anglizismen. Da ich ja wirklich noch 100% im Kopf habe, was Anglizismen sind, würde ich mal sagen, nee, das stimmt nicht. Und ist statistisch gesehen weiblich, da ist wahrscheinlich die Betonung darauf, der, die, das, oder? Die Tischbeine, das ist, nee, die Vase, die ist weiblich. Die
Kette, die ist auch weiblich. Vielleicht bezog sich auf das. Also ich bin irgendwo zwischen A und B. Was sagt Elton? So, also A schließe ich aus. A schließt er aus. Ich wäre jetzt für B. Er ist für B. C würde ich jetzt einfach mal ausschließen. Okay, Elton ist für B. Altdeutsch ist eventuell weggefallen. Aber das waren auch nicht doppelt so viele Wörter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nochmal das, was wir jetzt haben, nochmal die ganzen Wörter, die gab's schon, also die Anzahl gab's schon mal und ist alles weggefallen, das ist mir viel zu viel. Einfach einen neuen kaufen, wenn der nicht magnetisch ist, also einen Schraubenzieher. Ja, stimmt, könnte man eigentlich auch machen. Nee, also ich bin ehrlich gesagt auch für B. Ich riskiere B. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Wir lösen es auf, es führt keinen Weg dran vorbei, wir lösen es auf. Der, die, das. Diese Artikel machen Deutsch zur Herausforderung. Nur 0,1% aller Substantive lassen sich ohne Artikel benutzen, wie zum Beispiel Donnerlittchen oder Jura. Joghurt hingegen kann mit allen drei Artikeln benutzt werden, gehört damit aber zu einer Minderheit von weniger als 20 Wörtern. Die Joghurt? Statistisch gesehen ist die deutsche Sprache weiblich, denn 46% aller Substantive haben einen femininen Artikel. Auf Platz 2 landet der maskuline Artikel mit 34%. Richtig erklärt von meiner Seite. Neutral mit 20%. Und kein Mensch weiß wieso. Wieso ist die Vase weiblich? Wieso ist der Stuhl männlich? Keiner weiß es. Es ist so unlogisch. Wir sind nach unserer so unlogisch. Warum? Jetzt hier bei einem Zwischenstand die Joghurt. Ich kenne nur der Joghurt. Bernhard, das Joghurt habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gehört. Das aber die Joghurt? Die Joghurt-Kulturen kenne ich. Die kenne ich. Aber die Joghurt habe ich noch nie gehört. Gleich müssen beide Teams einen Betrag setzen. Guck mal, die Pflaume, die... Die erzählt uns Antwort jetzt. Einigen. Und wer dann die mal gucken, richtige ob die Antwort, Antwort oder haben. Besonders clever gesetzt hat, der macht hier das Rennen. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Straßenverkehr. So, jetzt bitte ich euch um euren Einsatz. Okay, da die Gegner nur 500 Euro haben, muss ich, um zu gewinnen, gar nicht mal so viel setzen. Ich bin jetzt mal mutig. So, beide Teams haben ihren Geldbetrag gesetzt. Ich bin jetzt mal mutig. Hier ist unsere Ihr werdet nicht erfahren, was ich gesetzt habe, bis es gezeigt Welches wird. Welches dieser Verkehrsvergehen zieht das geringste Bußgeld nach sich? A. Einbahnstraße in falscher Richtung befahren. B. Beim Fahrradfahren das Handy nutzen. Oder C. Bei Glatteis oder Schnee ohne Winterreifen fahren. Die Zeit läuft jetzt. Ich glaube tatsächlich... Also für mich macht eigentlich nur eine Antwort so wirklich Sinn. Weil die anderen beiden sind schon eine ziemliche Gefährdung. Für mich macht eigentlich nur eine Aussage richtig. Also eines ist deutlich ungefährlicher als die anderen. Finde ich. Ja gut. Die setzen natürlich echt viel, ne? Hat die Hälfte genommen. Habe ich wenigstens noch die Hälfte, ne? Bernhard hat getippt auf Antwort B. B, okay. Team Elton hat getippt auf Antwort A. Schauen wir auf die Auflösung. Einbahnstraße in falsche Richtung befahren kostet 25 Euro. Beim Fahrradfahren das Handy genutzt kostet schon 55 Euro. Bei Glatteis oder Schnee ohne Winterreifen gefahren sind es genau 60 Euro und ein Punkt. Yeah! Yeah! Ich hab gewonnen! Nice. Ja, weil für mich war es eine leichte Herleitung. Guck mal, er redet aber noch, obwohl gar keinen Ton mehr kommt. Für mich war es eine leichte Herleitung, weil die anderen, also wenn man wirklich falsch rum in die verkehrte Richtung wie die Einbahnstraße fährt, ist das zwar kacke, aber im Normalfall sind Einbahnstraßen ja immer auf einer Geschwindigkeitsstufe, die jetzt, also Geschwindigkeitsbegrenzung, die jetzt nicht so krass ist. Also du hast ja keine Einbahnstraße mit 100 oder sowas, da kann nicht so viel passieren. Handy am Fahrrad benutzen ist eine krasse Behinderung des Verkehrs, weil du dann halt einfach nicht aufmerksam bist und dadurch Leben aufs Spiel gesetzt werden können.
egal ob Fahrradfahrer oder Autofahrer. Und das letzte war ja das mit dem Winterreifen, das ist auch lebensgefährlich. Deswegen finde ich, das sollte man auf jeden Fall deutlich mehr bestrafen als in die Einbahnstraße. Also das war so meine Herleitung. So, die Frage fand ich auch, ja eben, also ich fand sie eigentlich ganz, ganz in Ordnung. Also für mich war A eigentlich das einzig Logische.